auf der Suche nach dem feigen Muscheldieb. Das ist bar jeder Vorstellungskraft. Seit fast 30 Jahren kümmert sich Wolfgang Degelmann um die Flussperlmuschel. 5000 Tiere sind weg. Einen Muschelklau in so großem Stil hat er noch nie erlebt. Wer könnte das tun? Was könnte der Hintergrund für so eine Tat sein? Der Muscheldieb ist drauf und dran, diese Tierart komplett auszurotten, Degelmanns Lebenswerk zu zerstören. Noch vor 50 Jahren waren die Bäche Oberfranken so voll mit Muscheln, dass sie die Bauern an die Enten verfütterten. Heute sind die Weichtiere durch die Verschmutzung der Umwelt vom Aussterben bedroht. Gerade mal 30.000 Flussperlmuscheln gibt es noch in Oberfranken. Das größte Vorkommen der streng geschützten Art in Deutschland. Wir haben es hier mit der ältesten Tierart, die auf unserem Planeten wohnt, zu tun. 250 Millionen Jahre Geschichte, die die Flussperlmuschel hinter sich hat. Sie hat Dinosaurier überlebt, kommen und gehen sehen. Sie hat sogar den Menschen jetzt schon über 10.000 Jahre überlebt. Und auf einmal wird ihm so ein Blödsinn, so ein Verbrechen zum Opfer. Das ist furchtbar. Hat es der Dieb vielleicht auf das wertvolle Innere abgesehen, das der Muschel ihren Namen gab? Jede 20.000. Muschel birgt eine Perle im Durchschnitt. Die wäre ein bisschen was wert. Ob es das rechtfertigt, dass jemand öfters an einen Bach geht, zentnerweise Muscheln aus dem Bachbett fischt, um sie dann irgendwo aufzumachen und das alles wegzuschmeißen, um dann vielleicht 100 oder 200 Euro verdient zu haben, ich glaube, das steht in keinem Verhältnis. Der Muschelschützer bekommt jetzt Verstärkung vom Wasserwirtschaftsamt in Hof. Claudia Hauenschild kontrolliert die Muschelvorkommen, schaut nach, ob auch hier der Muscheldieb zugeschlagen hat. Mit Millionenaufwand hat das Amt in den vergangenen Jahren die Bäche so umgestaltet, dass die verbliebenen Muscheln überleben können. Auch Nachzuchten wurden eingesetzt. Diese erfolgreiche Arbeit darf nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen die Bevölkerung bitten, mitzutun, zu sagen, jeder, der dort spazieren geht, soll ein waches Auge haben. Und wenn er dann ein Auto sieht, das dort nicht hingehört, melden. Lieber einer Spur zu viel nachgehen als zu wenig. Polizei und Staatsanwalt ermitteln. Inzwischen wurde eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Wolfgang Degelmann hofft, dass der feige Umweltfrevler schnell gefasst wird. Denn bis sich die Muschelpopulation in Oberfranken wieder erholen wird, werden Jahrzehnte vergehen.